Hello friends, good morning, welcome to new vlog. Heute ist Sonntag, der 9. Mai. Heute ist Muttertag, aber meine Mama arbeitet heute Vormittag, deswegen machen wir jetzt irgendwie kein besonderes Frühstück. Wäre natürlich schön gewesen, aber egal. Ja, wir werden einfach heute Mittag Kaffee und Kuchen machen und dann heute Abend grillen, weil das Wetter heute ist so schön. Es ist halt 28 Grad, werden Leute, ihr wisst nicht, wie happy mich das macht. Ich habe ja gestern den TMS geschrieben, das heißt, ich bin eh voller Endorphine, also wirklich, ich bin so glücklich einfach gerade, ich fühle mich so frei. Und ja, eigentlich wollte ich heute gar nicht vloggen, aber ich konnte es dann mal wieder nicht lassen, ne? Ihr kennt mich ja. Auf jeden Fall habe ich vor, jetzt mit meinem Papa joggen zu gehen. Aber ich wollte halt erstmal ausschlafen, ne? Wir haben jetzt schon 10 Uhr und mein Vater ist halt richtig so, wenn wir joggen gehen, dann um 7:30. Ich denke immer so, chill mal, Alter. ja, deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, wo der hin ist und ob er mit mir joggen geht, aber ich werde ihn jetzt mal fragen. Und ich freue mich so, auf den Tag, ich freue mich so, dass es vorbei ist. Ich will mir heute auf jeden Fall auch mal aufschreiben, was ich nächste Woche alles so erledigen will, weil ich überlege, ich nehme jetzt erstmal eine Woche frei. Also, this is probably gonna be a very chill vlog, wo ich einfach nur so Dinge mache, auf die ich Bock habe. Aber alleine, weil Leonie ist ihre Oma besuchen und ja, that's kind of sad, kind of sucks, aber ja. Vielleicht treffe ich mich mal mit irgendjemandem anders, können wir ja auch mal machen, mal schauen. Ich schaue einfach, was die Zeit so bringt, was sich so ergibt. Ja, und dann muss ich mich auch mal umschauen, was ich dann machen werde. Ich kann jetzt nicht mein Leben lang nur chillen, aber ich freue mich so auf den Sommer und everything else. Muss mich natürlich auch bei Unis bewerben und so. Leute, shit is getting serious, ich sag's euch. Aber ja, ich gehe jetzt erstmal joggen. Da freue ich mich irgendwie drauf. So, Freunde, ich bin jetzt eine Stunde laufen mit meinem Papa. Danach wird ein Kuchen gebacken für meine Mama. Hi Leute, I'm back. Es war richtig gut. Wir sind heute eine andere Strecke gelaufen und sind dann mit dem Fahrrad hingefahren. Es war so schön. Und es sind so viele Leute draußen und jeder ist gut gelaunt, weil die Sonne scheint und das Wetter gut ist. War echt toll. Und ja, ich muss sagen, so von der sportlichen Leistung her war das definitiv nicht meine Woche. Also ja, am Anfang fand ich es richtig anstrengend, hatte auch Seitenstechen, aber dann irgendwann ging es aber. Still not the best. Wir sind jetzt, glaube ich, so 7 Kilometer gelaufen oder so. Aber ja, ich bin froh, dass wir es gemacht haben und jetzt gehe ich in den Pool. Richtiger Triathlon. Wearing my Bikini. Der ist uralt, mal von H&M. Das ist ein dunkelgrüner. Ich mag den richtig gerne. Ist aber ehrlich gesagt schon low-key am Arsch. Wenn ihr irgendeinen Tipp für krasse, geile Bikinis habt, die Baba sitzen, please let me know. Ich bin aktuell auf der Suche. Brauche ein Bomb-ass Bikini for Hot Girl Summer. Sure thing, I guess. Gonna jump in there now. Kann ich reinspringen? Ja, ich kann mit dem Kopf voraus. Tja. Leute, das war wirklich wow, richtig toll. Wir haben noch kurz in der Sonne, aber jetzt müssen wir hier die Küche aufräumen, bevor meine Mama kommt. Und dann backe ich einen Kuchen. Yay. Franzis, falls ihr euch huch fragt, welchen Kuchen ich backe, ich mache da immer. Ich mache nämlich immer diesen hier. Das ist von diesem Block von Sally. Der schmeckt echt gut. So, 200 grams of butter. The butter into the vanilla, vanilla, vanilla. Barcreme ist dann, der Teig ist dann. Jetzt müssen wir nur noch kombinieren. Let's go.
Wow, das kommt jetzt in den Ofen für eine bis eineinhalb Stunden. Wow. Freunde, wir grillen heute Abend. Für mich gibt es einfach so einen Feta-Käse, den habe ich mit Olivenöl und Kräutern. Und dann habe ich noch Kartoffelsalat gemacht. Richtig geil. Das Rezept ist auf meinem Pinterest. Da heiße ich Marieke Emilia, falls es euch interessiert. Das ist von so einem Blog, ist ein französisches, fand ich eigentlich ganz cool. So pretty. Leute, heute war echt so ein schöner Tag. Also wirklich big wow. Here we have a lot of veggies. Toll, toll. Tolle Sache. Ich habe noch so ein Schnittlauchquark gemacht. Was hat er denn gemacht? Yummy. Lecker. Wow. Lecker. Hi. Good morning, friends. New week, new challenges. Ich muss mein Leben diese Woche wieder auf die Reihe kriegen. Und damit fangen wir an. Ja, also mein Zimmer, es ist gerade irgendwie voll weird, dass ich so weit weg sitze. Naja, mein Zimmer sieht aus wie eine Katastrophe. Weil ich hier jemand gelernt habe, ich habe gerade schon ein bisschen den Schreibtisch aufgeräumt und so. Es sah auch richtig scheiße aus. Aber ich werde jetzt hier meine Wäsche zusammenlegen, dabei ein YouTube-Video gucken, Eiskaffee trinken. Ja, ganz entspannt jetzt meine Woche angehen. Oh Leute, es ist so geil, dich diesen inneren Druck zu haben. Irgendeinen Scheiß machen zu müssen und jetzt eigentlich schon am Lernen zu sein. Sometimes life is great. Dann habe ich gestern TikTok gepostet, das ging viral. Also es kann nicht besser laufen, ich sag's euch. Also ganz kurz, gönnt euch, ich finde es richtig krass. Es hat halt einfach 283 Aufrufe und ich habe es gestern hochgeladen. Ja, aber ich muss ehrlich sein, mein TikTok ist wirklich cool. Wenn ihr es noch nicht kennt, dann, ich weiß nicht, auf was ihr wartet, aber check it out. Ja, und jetzt werde ich YouTube gucken und aufräumen. Okay, Leute, ich habe aufgeräumt und ich bin jetzt mal ganz kurz ehrlich. Also, Punkt 1, ich bin in letzter Zeit so addicted to Vinted, also wirklich, weil ich finde irgendwie so, man kann ja im Moment nicht viel machen, ne? Online-Shoppen ist der einzige, eins der wenigen Sachen, denen man so aktiv nachgehen kann, das macht Spaß, man freut sich drauf, wenn man ein neues Paket bekommt, so ist einfach geil, weil ich aber ja auf meinen Konsum achten möchte und ich das auch ehrlich gesagt richtig, richtig schlimm finde, wenn ich so diese ganzen TikToks sehe, wo massenweise bei Shein bestellt wird und ich mir so denke, Leute, ihr wisst gar nicht, was ihr damit alles unterstützt. Und klar, es ist nicht nur Shein, große Marken machen das auch. Aber egal, you get my point. Secondhand ist besser. Und ich will mich da jetzt gar nicht irgendwie hochpreisen, weil ich bin auch nicht zu 100% umgestiegen, obwohl ich sagen muss, ich habe ewig kein Fast Fashion mehr gekauft. Okay, not the point. Ich wollte nicht darüber reden. Sondern ich habe zu viele Klamotten. Also wirklich, Leute, oh, meine Haare fangen mich gerade ab. Eine Sekunde. Beziehungsweise vielleicht habe ich auch nicht zu wenige Klamotten, sondern vielleicht habe ich zu wenig Stauraum. Weil, also, ich wohne ja auf dem Speicher, ne? Und hier gibt es noch so ein kleines Gästezimmer. Und ich habe hier diese Kommode eigentlich, wo ich meine Klamotten reintun kann. Mache ich aber eher so semi, weil diese Schubladen sind auch klein. Keine Ahnung, die gehen nur so schwer auf und zu. Ist irgendwie mega unhandlich. Und ja, da ist auch was drin. Dann liegen hier noch Sachen. Da oben drauf liegen noch Sachen. Dieses ganze Bett ist voll mit meiner Kleidung. Und das ist auch noch voll. Und die ganze Kleidung, die ich eigentlich nicht trage, ist unten in meinem alten Zimmer, in meinem Kleiderschrank. Was ich euch damit eigentlich sagen will, ich werde aussortieren und meine Kleidung verkaufen. Ich weiß noch nicht, wie ich es machen werde. Ich denke mal auf Vinted, weil ich da selbst im Moment so aktiv bin. Aber ich weiß nicht, was hier passiert ist. Ich muss das jetzt hier erstmal alles einräumen. So, Freunde, ich habe mein Zimmer hier jetzt eigentlich soweit auf Vordermann gebracht. Ist eigentlich wieder relativ ordentlich. Zumindest für meine Verhältnisse, also so richtig 100% ordentlich ist es hier irgendwie eh nicht. Aber ich werde jetzt erstmal duschen gehen, weil irgendwie habe ich gerade richtig das Bedürfnis nach. Oh mein Gott, das ist gerade wieder so random. Aber ja, das werde ich machen. Dann werde ich mir vielleicht noch ein kleines Frühstück machen. Ich habe heute irgendwie gar keinen Hunger. Aber ich habe auch gestern Abend noch richtig viel gegessen. Naja, whatsoever. Eigentlich bin ich heute zum Joggen verabredet, aber ich versuche das jetzt auf den Morgen verschieben, weil ich war ja schon gestern und wenn ich dann heute meine Haare wasche, es wäre irgendwie lost. Genau, aber ich will auch duschen, weil ich mich ready machen will und dann will ich heute ein Video drehen, so, ja.
lot to do. Freunde, wir haben jetzt 11 Uhr. Ich habe mich gerade ready gemacht ein bisschen. Ich habe irgendwie meinen Eyeliner verkackt. Aber egal. Und jetzt werde ich erstmal, glaube ich, ein Video schneiden. Einen Vlog. Leute, ich weiß gar nicht, wann ich mich das letzte Mal gemeldet habe. Aber für eure Information drehe ich im Moment auch ein Food Diary. Deswegen werde ich euch vermutlich nicht so mein Essen zeigen, weil ich das dann eben gesondert in dem anderen Video machen werde. Auf jeden Fall habe ich Mittag gegessen mit meiner Fam und ganz, ganz viel Video geschnitten. Also heute ist echt nicht viel passiert. Ich habe eigentlich nur geschnitten die ganze Zeit und halt aufgeräumt heute Morgen. Aber das habe ich euch ja gezeigt. Und jetzt werde ich ein Video drehen und zwar meine Quarantine Favorites. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wie man dieses Wort ausspricht. Auf jeden Fall also die Favoriten, die sich so in den letzten Monaten bei mir so ergeben haben. Vor allem halt jetzt durch Lockdown und so. Keine Ahnung, ich fand die Idee irgendwie cool und wollte es machen, deswegen... Ja, das werde ich jetzt tun, das Video drehen und dann mal schauen. Ich freue mich jetzt erstmal, das zu drehen. Wir haben mittlerweile fast 18 Uhr und ja, eigentlich hätte ich nicht geplant, heute joggen zu gehen. Aber Max hat mich gefragt, ob ich mitkomme und jetzt gehe ich joggen. Noch kurz, eigentlich nicht so Bock, aber egal, es wird mir nicht schaden, es wird mir gut tun, deswegen machen wir das jetzt. Und ich denke mir so, es lief jetzt die ganze Woche scheiße, gestern auch. Irgendwann muss es ja wieder bergauf gehen, ne? Deswegen bin gespannt, wie es wird. Und ja, oh, ich habe heute versucht, Bilder zu machen. Und ich kann einfach nicht alleine Bilder von mir machen. Meine Mom kann das auch nicht. Und irgendwie regt mich das dann immer mega auf, weil ich nicht das Gefühl habe, mein Make-up ist gut, aber ich kriege einfach kein gescheites Bild hin. Danach bin ich immer low-key depressed. Aber egal. Deswegen glaube ich, jetzt so ein kleiner Run. Kann mir gut tun und heute Abend will ich dann auf jeden Fall den Vlog fertig schneiden. Ey, das braucht so lange, so ein Video zu schneiden, vor allem wenn es so lang geht. Also ich glaube, es wird wieder so ein 1-Stunden-Vlog. Die Kamera voll gut an, das freut mich voll. Aber ja, trotzdem, pff, anstrengend. Ja, da geht's schon. Hi Friends, I'm back. Es war so gut, wirklich. Irgendwie ist es weird. Immer wenn man eigentlich nicht gehen will, läuft es am besten. Das ist irgendwie richtig komisch, aber... Ja, es hat übelst Spaß gemacht. Wir haben eine Pause gemacht. Es hat geregnet, aber das hat nichts gemacht. Und wir sind insgesamt 10 Kilometer gelaufen. Ich fand das Tempo echt richtig angenehm. Also es war nicht zu schnell, nicht zu langsam. Es war einfach schön entspannt. Max meinte dann so, ja, du hättest locker noch schneller gekonnt. Ich dachte mir so, ja, hätte ich auch. Aber ich musste mir jetzt irgendwie nicht die volle Dröhnung geben. Ja. Heute Abend werden wir wahrscheinlich noch Wer wird Millionär schauen. Das machen wir immer montags. Und dann werde ich noch mein Video fertig schneiden. Und ja, sonst passiert heute nicht mehr viel, I guess. Abendessen natürlich, aber auch. Ja, wie gesagt, Food Diary. Guten Abend, ihr Süßen. Irgendwie liebe ich es, wenn ich mich so bettfertig mache, noch ein bisschen mit euch zu talken. Weil sonst ist es irgendwie immer so boring abends im Bad. Auf jeden Fall mache ich mich gerade bettfertig. Wir haben jetzt 10:45. Genau, ich habe gerade noch einen TikTok geschnitten. Und das hochgeladen und ansonsten halt zu Abend gegessen, Wer wird Millionär geguckt, so wie every Monday. Und ja, jetzt muss ich mich abschminken und dann schneide ich noch mein Video heute Abend weiter. Ich bin echt richtig froh, dass ich heute noch joggen gegangen bin. Ich weiß, ich habe es schon erzählt, I'm sorry, aber war gut, war echt gut. Und manchmal ist es gut, einen Laufpartner zu haben, weil alleine wäre ich niemals gegangen, weil ich mir so gedacht hätte, hey, ich war gestern, wozu soll ich heute gehen, ne, aber... Nee, das war schon made my day.
At least a bit. Und Leute, ich habe ganz viel auf Vinted geshoppt gerade. Super. Also schlecht für mein Bankkonto. Aber da freue ich mich, wenn dann die Pakete ankommen im Laufe der Woche. Ich mache immer diese Unboxings auf TikTok. Sorry Leute, ich rede so viel über diese App, ne? Aber ich bin addicted. Also wenn euch das interessiert, aber ich zeige euch die, denke ich, auch in dem Vlog. Ansonsten habe ich heute auf TikTok gesehen, dass es ganz, ganz viele vegane Produkte bei Lidl im Moment gibt. Und ich dachte mir, vielleicht fahre ich morgen einfach mal zu Lidl und wir probieren da was von aus. Ist das eine süße Idee? Ich finde es eine süße Idee. Aber ich weiß noch nicht, ob das wirklich passieren wird, weil ich muss mich morgen eigentlich um so richtig eklige Sachen kümmern. Von wegen Steuern, Mails, Überweisungen. Da bin ich eigentlich echt immer raus, aber manchmal muss es dann doch sein. Und ich muss mal abchecken, wenn mein Zahnarzttermin ist. So richtig nervig, ne? Aber es gehört dazu zum Thema. Guten Morgen, Freunde. Wir haben es schon recht spät, 9:30 oder so. Ich bin aber schon seit 7 wach. Lag aber bisher nur im Bett. Das erste Mal, dass ich das Bett verlasse. Ich habe wie immer gelesen. Dann habe ich ganz, ganz viele E-Mails beantwortet und mich ein bisschen um so Zeug gekümmert. Habe ich euch ja gestern dann erzählt. Und ja, jetzt muss ich gerade noch was wegen einer Überweisung machen. Richtige nervige Sachen heute Morgen. Aber ja. Danach mache ich mir dann erstmal einen Eiskaffee. Ich muss noch Wäsche zusammenlegen. Genau, aber eigentlich habe ich heute nicht viel vor. Das Wetter ist auch nicht so gut. Ja, mal schauen, was der Tag so bringt. Nee. So, ich habe mir jetzt Frühstück gemacht. Kleiner Sneak Peek. Jetzt gucke ich Emma Chamberlain's new video, because I'm addicted. Es ist mittlerweile 11:30. Ich habe mich fertig gemacht und ein paar TikToks gedreht. Ey, ganz ehrlich, ich fühle mich im Moment wie so ein Fulltime-Influencer. Schon ein geiles Leben. Muss ich mal ehrlich sein. Genau. Und jetzt werde ich noch ein Thumbnail bearbeiten, das Video dann direkt online stellen kann heute. Und dann werde ich einkaufen fahren. Ja, ist ein super toller Tag heute. Ich trinke noch mal einen Eiskaffee. Herrlich. Leute, ich habe es ins Auto geschafft. Kennt ihr diese Tage, wo man einfach nicht loskommt? Heute ist so einer. Aber now I'm here. Now we are going to the supermarket. So, ein bisschen nice Mucke von meinem Phone. Auf Spotify heiße ich Marieke Emilia. Aber ich höre mal die Playlist von Leonie. Sie heißt Leoniana. Erzähle ich in jedem Video. Aber nicht schlimm. Nicht schlimm, Leute. Thumbnail ist fertig. Video kann ich nachher online stellen. Ich bin froh. Ich sag's euch. Ich höre jetzt meine Summer Playlist. Da sind aber erst. Saga City trip to payday. Glowed up. Oh Gott, dieses Lied. Leute, I did it. I arrived. Let's go grocery shopping. Der Weg war voll kurz. Ich hätte gerne noch ein bisschen länger Mucke gepumpt, ja. Sag's euch. Always put your mask on, kiddies. We don't wanna get sick. You know it. Wir wollen lieber geimpft werden. Alter, mir dauert das alles viel zu lange. Ich schwöre, ich wäre so gerne geimpft. Man kann sich nicht aussuchen, gell? Das Leben ist hart. Aber jetzt gehen wir erstmal shoppen. Geil. Frenzies, ich war erfolgreich. Ich muss sagen, es gab echt viele Sachen von Vegans, also diese Marke da mit Z am Ende. Ihr Leute, das ist immer so eklig. Diese Masken, wenn man Make-up drauf hat, disgusting. Aber ich muss auch sagen, es gab einfach keinen Sojajoghurt. Sorry, aber in welchem Einkaufsladen gibt es keinen Sojajoghurt? At this point. Wir leben in 2021, meine Freunde. Naja, aber ansonsten hatten sie echt viel. Ich zeige es euch natürlich at home. Jetzt muss ich noch irgendwie einen Briefkasten ausfindig machen.
ist jetzt eine Herausforderung, aber vielleicht laufe ich auch einfach nachher im Dorf zu einem. So, jetzt können wir, oder? Können wir. Auf geht's. Good music, please. Hallo. Summer Vibes. Da hat mich gestern cool wie die AC. Crow. Ich liebe ihn. Wir haben es gemacht. Back at home. Ach Leute, irgendwie hat mir das jetzt hier alles Spaß gemacht heute. Tat gut, mal ein bisschen rauszukommen. So, ich bin wieder zu Hause. Ich zeige euch mal die ganzen Produkte, die ich ergattern habe können. Einmal diese Kekse hier habe ich schon probiert. Das ist so Lemon Cake Style. Schmeckt eigentlich ganz gut. Also keine Ahnung, ich bin jetzt eh nicht so der Keks-Fan, aber es ist, man kann es machen so. Dann habe ich noch so vegane Crispy Nuggets gekauft. Das war einfach in der Kühltruhe, das ist jetzt nicht vegan, aber das ist irgendwie so ein Quarkriegel. Fand ich mega interessant. Dann habe ich so Hack gekauft, das man irgendwie noch so anrühren muss. I don't know, aber ich habe vor, so mexikanische Wraps zu machen, wofür ich auch einmal Tortilla Wraps und einmal Dürüm gekauft habe. Leute, die sind so geil. Die gibt es bei Lidl und die sind halt so richtig, richtig groß. Das heißt, da kann man wirklich einen gescheiten Burrito machen und nicht nur so Fuzzi-Dinger wie damit. Das heißt, wenn man richtig Bock auf so einen fetten Burrito hat, dann holt euch die. Dann habe ich Toastbrötchen mitgenommen. Dann habe ich alle drei von diesen veganen Schokoladen mitgenommen. Einmal dunkel, Pecan Coco, Salted Caramel und Milch brauchte ich jetzt nicht, weil das mag ich nicht so. Dann solche veganen Muffins, fand ich auch mega interessant. Und diesen Drink, bin ich auch richtig gespannt drauf, wie der schmecken wird. Klingt übel geil. Buttermilk Mango Style. Richtig delicious. Habe ich noch so einen Vegan High Protein Cookie mitgenommen. Solche Sour Steaks, Schokokekse, diese Pudding. Da freue ich mich am meisten drauf, weil saugeil klingt das. Dann noch solche Potato Chips. Einmal Kokosnussmilch für den Pink Drink und einmal Harper Barista. Auch von der Eigenmarke. Voll cool. Und ja, ansonsten habe ich noch Trauben eingepackt und hier noch ein bisschen Obst, Gemüse, Salz für die Wraps dann noch. Tomaten, Mais und Kidneybohnen. Ein bisschen Katzenfutter muss auch sein. Und ja, dann habe ich noch so mega viel Brötchen mitgenommen, weil wir das heute Abend oder heute Mittag oder so dann essen. I just had lunch. Es war sehr, sehr lecker. Ja, und jetzt werde ich mich in mein Bett legen und YouTube gucken und Wäsche zusammenlegen. Und darauf freue ich mich. Ach, Leutis. Was soll man machen, ne? By the way, ist auch ein kleines, süßes Paket von Vinted angekommen. Ich weiß, was drin ist. Ein Top. Ich kaufe mir viel zu viele Tops. Kein Mensch kann so viele Tops tragen. Also, dieses Top ist zwar richtig cute, ne? Aber ist halt auch nicht bequem. Soll mal machen. Boah, mir ist richtig kalt. Ich glaube, ich ziehe mir gleich mal lieber ein Pullo an, wa? Oh, Batterie leer. Freunde, ich habe mir dieses Top bestellt. Das ist Original von Brandy. Ich habe es natürlich über Vinted geshoppt, as always. Und ich finde es so süß. Love it. Yay. Ich habe Wäsche zusammengelegt. Jetzt werde ich mein Zimmer aufräumen. Es ist eigentlich relativ ordentlich für meine Verhältnisse, aber ich will ein TikTok über mein Room machen. Eine kleine Room-Tour. Ich habe irgendwie übel das Bedürfnis, was von diesen Süßigkeiten zu essen. Wir probieren die. Sind ja übel Babys. Geil. Coffee and Cake. Leute, ratet, was ich gerade gemacht habe. Ich habe TikToks gedreht.
Ich bin so ein Opfer. Aber ja, jetzt machen wir ein Workout. Ein Workout, Leute, ein Workout. Ein Workout. Ein bisschen Oberkörper. Ein bisschen Bizeps pumpen. Hab gerade einen Kaffee getrunken, wisst ihr? Deswegen. Übrigens regnet es und mir ist kalt. Deswegen muss ich mich jetzt bewegen. Ich weiß jetzt auch nicht, was los ist. Let's go, Frenzies. Ich probiere heute das neue Workout von Pamela aus. Das hat sie heute erst hochgeladen. Ich bin richtig early. Dann mache ich noch ein bisschen Bauch, ein bisschen dies, das mit den Gewichten noch ein bisschen. Ja, mal schauen, was es so gibt, ne? Done and dead. Ich sag's euch. Guten Abend. Guten Abend, liebe Freunde. Ich habe heute einfach insgesamt 10 TikToks gepostet und hatte eine Screentime von 7 Stunden. The addiction is doing me no favor. Aber egal. Egal, egal, egal. Manchmal gibt's so Tage, ne? Leute, ich bin so, ach, ich weiß auch nicht. Übrigens wollte ich euch was zeigen. Guckt mal, wie aufgebläht ich bin. Und das ist ganz normal und gar nicht schlimm. Bei mir ist es voll oft so, dass ich abends so richtig aufgebläht bin. Ich weiß auch irgendwie nicht, woher das kommt. Heute habe ich wieder Sahne gegessen und ich glaube, dass ich so eine Laktoseintoleranz habe. Von daher, maybe this is the reason. Ich muss noch mein Magnesium trinken, bevor ich mir die Zähne putze. Ich trinke das immer, dass ich keine Krämpfe kriege. Nach dem Sport. Einfach so Brausetabletten vom DM. Schmecken nach Multivitamin. Ich finde es voll nice. Ich trinke es mega gerne. Auf jeden Fall, Leute, ich habe ja heute ein Video online gestellt. Ich war auch sonst wieder aktiv auf meinen sozialen Netzwerken. Und ich muss mich einfach mal wieder bedanken. Leute, wirklich, ihr wisst nicht, das ist so ein unbeschreibliches Gefühl, wenn euch einfach Leute sagen, dass ihr sie inspiriert. Also keine Ahnung, wenn ich so Nachrichten kriege oder so Kommentare von wegen, dass ich euch inspiriere, dass ich euch zum Sport motiviere oder alles, was so in diese Richtung geht, das bedeutet mir so viel, weil man ist sich selbst gar nicht bewusst, was man mit dem bewirken kann, was man macht, weil ich filme mir eigentlich nur so mein Daily Life und das ist wirklich so, was bringt quasi und nicht nur so stumpfer Schwachsinn ist. Keine Ahnung, das ist irgendwie voll das schöne Gefühl. Deswegen wollte ich mich mal bedanken, wenn ihr mir so Nachrichten oder Kommentare schreibt. Das wirklich, das bedeutet mir so viel und ich weiß auch nicht, ob ich es ohne das noch machen würde, weil es gibt einem einfach so viel zurück. Ja, deswegen ganz viel Liebe zu euch. Das ist für euch. Und jetzt mache ich mich bettfertig. Denn ich muss morgen früh aufstehen, weil mein Vater hat einen Arzttermin und ich muss ihn da hinfahren und wieder abholen. Genau, das ist schon um, keine Ahnung, ich glaube um 7.30 Uhr müssen wir los. Und in der Zeit, wo der dann seine Untersuchung hat, gehe ich einfach auf den Markt, ein bisschen einkaufen, bei uns immer mittwochs Wochenmarkt. Ja, das ist so der Plan für morgen. Ansonsten habe ich nichts vor. Wir werden sehen, was der Tag bringen wird. Ich freue mich. Also eigentlich ist es mal ganz schön, so ein bisschen mehr in den Tag reinzuleben und gar nicht so wichtige Dinge zu tun zu haben. Fühlt sich im Moment eigentlich noch recht cool an. Kann sich nicht beklagen. Hi. Guten Morgen, ihr Lieben. Wir haben gerade 7:30. Ich bin schon in der
kaputt. Ich habe meinen Vater zum Arzt gefahren und gehe jetzt auf den Markt. Habe ich euch ja gestern schon erzählt. Genau. Ich habe eigentlich nur ready gemacht heute Morgen. Ich habe noch nicht mal einen Kaffee getrunken. Mein Nose Contour sieht übel weird aus, aber ja. Ich werde noch zu DM gehen, weil ich da auch noch was brauche. Und genau. Hoffen, dass der da jetzt nicht so lang braucht. Aber ja, auch mal schön, ne? Yeah. So, ich bin back. Ich habe ganz viel Antipasti gekauft. Dann. Was los? Antipasti! Dann Gemüse. Gurke, Spargel, Äpfel, hier noch ein Salatkopf, hier sind sogar noch Erdbeeren, Auberginen und so weiter. War noch in einem Bioladen, habe ich noch Mandeljoghurt gekauft. Ich habe jetzt nichts Spektakuläres, aber heute Abend will ich ein veganes Tikka Masala kochen, deswegen habe ich Auberginen gekauft. Wir werden heute einfach Brötchen frühstücken, die sind noch über. Meckle heißt es. Das heißt Brötchen. Mit Käse wahrscheinlich. Wir haben es mittlerweile 10:30. Genau, wir haben gerade gefrühstückt. War delicious. Und jetzt werde ich mich hinschillen, YouTube gucken, ein bisschen Video schneiden. Und dann habe ich mir heute vorgenommen, dass ich meinen Kleiderschrank aussortieren möchte. So ein kleines Summer Clean-Out kann ja nicht schaden, auch gerade, weil ich im Moment ja so viel auf Vinted kaufe. Einfach mal Platz schaffen für neue Klamotten. Und ja, die anderen Klamotten werde ich verkaufen. Ich chill jetzt erstmal eine Runde, ne? Hallo, hallo, hallo. Ich habe gerade Mittag gegessen mit meinem Papa. War übel lecker. Leute, wirklich, dieses Mal, ihr müsst das Food Diary gucken. Das Food da drin. 10 out of 10. Jetzt mache ich mich ein bisschen ready, weil ich noch ein paar TikToks drehen werde. Und dann möchte ich auf jeden Fall raus, weil irgendwie ist das Wetter, naja, schön wäre jetzt übertrieben zu sagen, ne? Aber es ist nicht mehr so eklig wie heute Morgen. Aber ich glaube, ich warte mal auf meine Mama, ob die vielleicht mit mir spazieren gehen will. Wenn nicht, dann gehe ich alleine oder ich gehe joggen, eins von beiden. Aber eigentlich wollte ich heute keinen Sport machen. Aber mal sehen. And it's time to declutter. Übrigens habe ich mir wilde Schuhe bestellt, weil meine anderen von New Balance mir leider zu klein sind. Ich habe diese hier geholt. Die sind blau, was ich nicht so nice finde. Meine anderen waren schwarz, ist geiler. Aber die passen jetzt wenigstens. Das Größe 40 ist das Modell 608 and I love it. Und das andere Paket, ich habe noch was bestellt, und zwar ein Vintage, was heißt Vintage? Ein Secondhand Polo Ralph Lauren Hemd. Und dieser Umschlag war einfach leer. Und dann war da sowas dabei, von wegen Lieferung wurde beschädigt und ich soll da anrufen. Ich wette, ich hänge da Stunden in der Warteschleife und dann am Ende habe ich nichts davon, weil es war halt auch nicht versichert und so, ne? Also ich glaube, entweder kann man wenig machen, bin ich ehrlich, finde ich scheiße. Aber egal. Freunde, major throwback. We are in my old room. Und jetzt geht's an die Cluttern. Dafür schmeiße ich erstmal alles auf den Boden. Hell, wirklich. Wish me fun. Ich hab, oh Gott, ich glaube, ich muss niesen. Kommt da noch was? Jetzt. Ich habe as always 3 Stabe gemacht. Einer ist verkaufen, einer ist behalten und das hier ist nochmal anziehen, anprobieren und gucken, ob es mir nicht vielleicht doch gefällt. Genau. Soweit bin ich jetzt. Leute, ich habe mich ewig nicht gemeldet. Fertig. Aussortiert. Ein paar Sachen auf Ende durchgeladen. Jetzt gehe ich spazieren. Gerade 6:30 und da muss ich kochen. Yes. Morning, Friends. Es ist gerade 8:30. Ich habe lange geschlafen für meine Verhältnisse at least. Und ja, jetzt ziehe ich mir direkt Sportsachen an, weil ich mit meinem Vater joggen gehen werde. Heute ist ja Vatertag. Keine Ahnung, wir zelebrieren Vatertag irgendwie gar nicht so wirklich. Aber ja, danach werden wir frühstücken. Man sagt, in den Hochhäusern befinden sich Einrichtungen. Freunde,
We did it. We are done. Am Anfang war es wieder horrible. Ich Bauchschmerzen gar nicht. Aber dann ging es wieder. Und dann war es schön. Wir sind die gleiche Strecke wie eigentlich immer gelaufen. Also 6,7 Kilometer. Ugly. Und jetzt fahren wir heim. Meine Mama hat einen Hefezopf gebacken. Und dann gibt es Frühstück. Yay. Heute ein schönes Vatertagsfrühstück. So, Freunde, ich habe gerade weiter Sachen auf Vinted hochgeladen. Und jetzt werde ich mich dran machen, das alles in so Umschläge zu verpacken. Das mit Adresse versehen. Also was, ne? Das ist doch einfach eine spaßige Aktivität. Es regnet. Richtig krass. Ich gieße jetzt meine Pflanzen. Ey, und wisst ihr, ich habe Hunger. Sehr arg. Aber ich weiß einfach nicht, was ich essen möchte. So, no idea, worauf ich gerade Bock habe. Und das zackt irgendwie so ein bisschen. Weil wenn ich gerade an was Süßes denke, wird mir irgendwie schlecht, weil ich habe Kopfschmerzen. Was gibt das gerade für Sinn? Gar kein. Wir haben Wassermelone. Darauf? Oh ja. Yeah. I guess that's it. Leute. Wassermelone it is. Hallo, warum passt es hier nicht drunter? Ich habe so eine Mini-Gießkanne. Ich hätte lieber einen Gold, aber ich habe halt einen Blau. Schau, okay. Oh Gott, mir hilft. So, gießen. Die lassen ja nämlich alle schon die Köpfe hängen, die armen Mäuse. Geil. Boah, ich habe auch Kopfschmerzen. Ich muss mehr trinken. Ich habe zu wenig getrunken. Aber ich hasse trinken, weil da muss man auch aufs Klo. Wenn ich gerade nichts anderes zu tun habe, beziehungsweise ich dran denke, und das ist halt echt nicht oft der Fall. Ey, diese Pflanze, die nervt mich auch so übel. Weil die auf so einem scheiß Untersetzer steht, der viel zu schräg ist und dauernd kippt die um und so. Übel annoying. Ich habe gerade hier übrigens aufgeräumt, Pakete gepackt und so. Damit habe ich eigentlich meinen Tag verbracht. Ich trage mir gerade, eine Gesichtsmaske auf, weil ich irgendwie gerade einfach Bock auf ein bisschen Me-Time habe. Ich werde baden gehen, mir ein Tee machen. Also was. Und da habe ich jetzt echt richtig Bock drauf. Und ich denke mir, ich habe im Moment Zeit. Es ist ekliges Wetter. Was soll man sonst machen? Also eigentlich würden mir tausend Sachen einfallen, die ich jetzt gerade machen könnte. Und was sinnvoller wäre, aber egal. Ich schiebe das jetzt einfach mal auf, Leute. Nehme die Zeit für mich und meine Bedürfnisse als Mensch. Ist wichtig. Unterschätzt es nicht. Man braucht auch Auszeiten. Sagt sie und hat die ganze Woche lang nur gechillt. Ja, wisst ihr, Balance is the key, Freunde. When you hustle, you also gotta chill. When you chill, you also gotta hustle. Ach. Oh Mann, ich wünschte einfach, es würde bei mir aussehen wie bei den Pinterest-Girls hier jetzt die Maske. But it's not the case. Wie kriegen die das hin, so gleichmäßig aufzutragen mit einem Pinsel, ne? Ja, auf jeden Fall mache ich mir zum Tee einen Snack und dann... Good evening, Freunde. Wir haben gerade 20 vor 9 und es ist so hell noch. Weird. Auf jeden Fall mache ich heute was sehr Untypisches für mich. Ich schaue einen Film. Aber ich habe den auf Netflix gefunden, Blue Lagoon. Ich fand, der klang ganz interessant. Dazu snacke ich ein paar Erdbeeren und ja, ist doch auch mal schön, ne? Leute, ich habe gerade 3 Stunden meinen Vlog geschnitten. Der lädt jetzt hoch. Wir haben nach 1 Uhr. Which means, ich werde heute erst um 13:30 schlafen.
Who is she and what happened? Naja, auf jeden Fall kommt mich morgen Lara besuchen. Ich freue mich unnormal, unnormal. Oh, das wird so toll werden. Naja, ich hoffe dann, dass ich morgen einen Vlog auch direkt online stellen kann oder zumindest am Wochenende. Das fände ich schon sehr gut. Ich glaube eigentlich schon, dass das klappen sollte. Und ich wollte auch an der Stelle diesen Vlog hier beenden. Ne? Weil, ja, ich glaube, ich drehe einen gesonderten Weekend-Vlog. Das habe ich ja ewig nicht mehr gemacht. Aber ich finde es irgendwie ganz cool, wenn ich so besondere Ereignisse, wie zum Beispiel jetzt, wenn Lara zu mir kommt, das in so einem Video habe. I don't know, ich mag das irgendwie. Ja, ansonsten hoffe ich, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Ich weiß gar nicht so wirklich, wie viel ich euch mitgenommen habe und wie lang das Video jetzt geworden ist. Ich hoffe, es war interessant, auch wenn ich ja jetzt irgendwie nicht mehr so viel zu tun hatte. Ich musste ja nicht lernen oder so, aber es war echt eine verdammt schöne Woche und ich habe meine neu gewonnene Freizeit sehr geliebt und genutzt. Nächste Woche muss ich dann auch mal wieder mich um ein bisschen mehr Serious Shit kümmern. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ist auch mal eine Liste mit Sachen, die ich echt noch erledigen muss. Aber naja, das ist ein anderes Thema. Ich hoffe, euch geht's gut, ihr seid gesund. Schaut gerne bei mir auf Insta und TikTok vorbei. Abonniert meinen Kanal und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye!